Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir etwas über den Zusammenhang zwischen Gehirn und Wahrnehmung darlegen. Wir fangen an bei den Hirnschädigungen. Hirnschädigungen sind ein traurig schönes Beispiel dafür, dass es, wenn es zu bestimmten Bereichen unseres Gehirns zu Schädigungen kommt, durch zum Beispiel einen Unfall, wir unsere Wahrnehmung nicht in dem Ausmaß in Anspruch nehmen können, wie wir das so gerne wollen. Ein psychologischer Ausdruck in diesem Zusammenhang ist die Agnosie. Und Agnosie kommt von dem Begriffsursprung her, daher, Gnosis das Wissen, Agnosis, ich weiß etwas nicht, ich kann etwas nicht erkennen. Und das bedeutet, dass wir manche Dinge nicht erkennen können. Und ein psychologischer Fachbegriff sind hier eben diese Erkenntnisprozesse. Und wenn es da zu Störungen kommt, kann es da unterschiedliche Ursachen geben. Diese Störungen können von leichten Einschränkungen der Wahrnehmung, zum Beispiel was das Sehen betrifft, hingehen bis zu, sich erstrecken, bis zu völligen Zusammenbrüchen. Also die Wahrnehmung kann zur Gänze beeinträchtigt sein. Als erstes Beispiel können wir hier die assoziative Agnosie anführen. Und da geht es um eine Schädigung der Hirnrinde. Ich habe hier eine Abbildung bei Wikipedia gefunden. Und da sieht man sehr schön diese Hirnrinde. Und wenn es hier zu Verletzungen im Bereich der Hirnrinde kommt, kann es eben zu dieser assoziativen Agnosie kommen. Was ist das? Da geht es darum, dass es hier Schwierigkeiten gibt, in der Wahrnehmung Objekte erkennen zu können. Das könnte zum Beispiel der Fall sein bei der Betrachtung eines Bildes, eines Kampfs, eines Gegenstandes. Ich habe hier ein Beispiel aus dem 4. Jahrhundert nach Christus und hier haben wir einen Kamm. Und wenn ich eben hier eine assoziative Agnosie habe, dann fällt es mir nicht leicht, diesen Kamm zu erkennen. Ich kann diesen Kamm zum Beispiel nur erkennen, wenn ich ihn berühre, aber ich kann diesen Kamm jetzt nicht, wie wir das jetzt hier hoffentlich alle können, nicht durch das Sehen dann feststellen, dass es sich hier um einen Kamm handelt. Eine weitere Einschränkung unserer Wahrnehmungsmöglichkeiten ist die reine Alexie. Und bei dieser reinen Alexie geht es darum, dass es eine Verletzung gibt im Hinterhauptlappenbereich. Wir haben hier eine Abbildung wiederum von Wikipedia. Und hier sieht man das Gehirn abgebildet, mehrere Bereiche des Gehirns. Und der Hinterhauptlappen, der Fachbegriff aus dem Lateinischen, ist hier dieser Occipitallappen. Wenn es hier zu Verletzungen kommt, kann es Schwierigkeiten geben bei der Erkennung von ganzen Wörtern. Ich kann zum Beispiel einzelne Buchstaben vielleicht erkennen, aber das gesamte Wort nicht. Und wenn man sich die Lesemöglichkeit und die Lesenotwendigkeit unserer Gesellschaft anschaut, ich habe hier ein Bild dargelegt aus dem Jahr 1882, wo eben ein Kind dargestellt wird, das liest, also auch Kinder haben dann zunehmend eben dann die Fähigkeit erlangt zu lesen und auch die Notwendigkeit. Da sieht man schon, welche Bedeutung eben das Lesen unserer Gesellschaft hat. Und wenn diese Bedeutung des Lesens eben gegeben ist, umso schlimmer ist es dann, wenn es solche Störungen wie die reine Alexie gibt. Um die Bedeutung des Lesens und den Zusammenhang im Gehirn darzulegen, habe ich hier wieder eine Abbildung von Wikipedia herangezogen. Und wir alle können das hier trotz dieser verunstalteten Schreibweise dann doch noch lesen. Haben Sie gewusst, dass und so weiter ein Leser drei Augen hat. Das heißt, wir können mit Hilfe unseres Gehirns diese falsch gestellten Sätze, Wörter, Buchstaben, können wir richtig stellen, ohne dass wir uns da groß anstrengen müssten. Weitere Punkte, um zusammen mit dem Gehirn darzulegen, ist hier ein Ausschnitt. Man sieht hier, wie sich das durchbewegt und das soll hier sein in dieser Simulation, in dieser Abbildung hier. Wird dargestellt, wie ein guter Leser mit 160 Wörtern pro Minute eben einen Text erfasst. Und wenn man das eben nicht kann, aufgrund von verschiedenen Hirnschädigungen zum Beispiel, fällt es einem dann schwer, bis zu, ist es unmöglich, dann eben dann hier weiter etwas zu lernen, zu lesen. Ein weiteres Beispiel hier, hier wieder von Wikipedia, das ist hier wieder eine Abbildung und da sieht man schon, dass es hier bestimmte Umstände gibt, wo eben unsere Wahrnehmung, unsere Erfassungsleistung dann auch beeinträchtigt wird. Wie hier zum Beispiel in diesem Fall, hier wurde eben dieses Nervous Tense Tired in einer Form angeschrieben, die es uns dann eben nicht ermöglicht, es einfach so schnell zu lesen. Diese einfachen Striche hier, diese parallelen Striche, verwirren gewissermaßen unsere Wahrnehmung. Als Hinweis darauf, dass unser Gehirn eine große Rolle spielt und dass es hier gewisse Regelmäßigkeiten gibt, die unsere Wahrnehmung betreffen, die unser Gehirn dann eben veranlassen, in bestimmten Art und Weise wahrzunehmen, könnte hier zum Beispiel dieser Bereich sein, diese Fixationen. Das habe ich im vorgehenden Video schon angeführt, dass eben die Augen hier zu bestimmten Zeitpunkten dann stillstehen, um dann eben zum Beispiel hier ein Gesicht zu erkennen. Man sieht das hier in dieser ersten Abbildung, Startpunkt ist beim Erkennen des Gesichts bei den Augen und dann läuft das hier in einer bestimmten Reihenfolge von den Augen herkommend über Nasenlöcher, Mundwinkel und so weiter,
bis zum Schluss dann hier in der vierten Abbildung dann zum Beispiel hier dann das Ohr mit einbezogen wird in diese Wahrnehmungsleistung. Also das Gehirn leistet hier dann doch einiges. Dann sind wir hier bei den Subsystemen für die Wahrnehmungsbereiche. Der Begriff Subsystem deutet darauf hin, dass das Gehirn in verschiedene Untersysteme geteilt ist, Sub-Unter. Die verschiedenen Regionen des Gehirns sind zuständig für verschiedene Leistungen, wie zum Beispiel das Erkennen von Gesichtern, Wörtern, Tieren und so weiter, also vielfältigste Bereiche der Wahrnehmung. Wie das mit den Gesichtern zum Beispiel abläuft, haben wir ja gerade jetzt in dieser Abbildung gesehen. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, wenn es zu einer Schädigung von einzelnen Gehirnbereichen kommt, zur Schädigung dieser Subsysteme kommt, kann es auch zum Verlust bestimmter Funktionen kommen. Wir sehen hier in dieser Abbildung hier das Gehirn wiederum eingeteilt, im Zusammenhang dann auch mit Hormonen zum Beispiel, mit dem Nervensystem. Und da sieht wiederum, dass einzelne Bereiche einfach auch wieder für bestimmte Dinge verantwortlich sind, wie zum Beispiel hier für Stimmungen, aber auch für Gedächtnisverarbeitung. Im weitesten Sinne auch Auswirkungen auf Schlaf und Wahrnehmung im allgemeinen Sinn. Also wenn es hier in einzelnen Bereichen des Hirns zu Schädigungen kommt, kann es zu ganz besonderen, spezifischen Schädigungen dann hier in der Wahrnehmung kommen. Dann sind wir hier bei sogenannten Konstanzphänomenen. Und eine spannende Sache ist hier bei den Konstanzphänomenen, dass Konstanz ja bedeutet, dass etwas gleichbleibend ist. Das heißt, unser Gehirn schafft es, wenn wir uns durch unsere Umwelt bewegen, wenn wir uns in einer Situation befinden, in der wir dann verschiedene Dinge vielleicht wahrnehmen könnten, dass trotzdem dann die Wahrnehmung stabil ist. Das heißt, zum Beispiel ein Stuhl bleibt ein Stuhl. Und da stellt man sich halt dann hier zum Beispiel, wenn man diese Abbildung hier sieht, die Frage, wie kommt es dazu, dass in unserem Gehirn etwas dann als Stuhl dargestellt wird, was, rückt man es hier wieder hinein, was, wie das eben zustande kommt. Und hier haben wir zwei Abbildungen und hier sieht man oben dann Einzelteile eines Stuhls, das heißt an verschiedenen Stellen hier auf dieser Grasfläche sind dann verschiedene Teile eines Stuhls dann angeführt. Hier in diesem Bereich ist dann hier ein Ausgangspunkt, hier haben wir ein Guckloch, wenn man das hier oben sieht. Und dann haben wir hier dann den unteren Bereich des Stuhls und den oberen Bereich des Stuhls. Und dieser Stuhl ist nicht ein Stuhl, sondern ist in mehrere Teile zerlegt und in verschiedenen Teilen. Wenn man aber durch diese Perspektive, die ich jetzt hier oben andeute mit diesem Zeiger, durchblickt, dann sieht man dann, und das macht dann unser Gehirn, bastelt dann aus diesen verschiedenen Bereichen dann, aus diesen verschiedenen Bereichen des Stuhls, wird dann ein gesamter Stuhl dann erstellt. Und das ist eben eine Fähigkeit des Gehirns, dass das Gehirn dafür sorgt, dass Einzelteile zu einem Gesamtteil dann zusammengefügt werden. Und solche Konstanzphänomene gibt es dererlei mehrere. Ich habe hier nur drei angeführt. Wir haben hier als ersten Punkt die Farbkonstanz, Helligkeitskonstanz. Wenn man hier zum Beispiel eine Person anschaut, hier haben wir ein Bild von Egon Schiele, dann kann man davon ausgehen, wenn wir uns diese Figur dann als lebendig uns vorstellen würden, hier eine Frau mit einer blauen Bluse, dass diese Frau mit blauer Bluse von uns, nämlich die Bluse als blaue Farbe, erkannt wird, auch unabhängig von den jeweiligen Lichtverhältnissen. Das heißt, auch wenn es hier dunkel werden würde und wir dieser Frau begegnen würden, würden wir dann auch trotzdem erkennen können, das schafft wiederum unser Gehirn, dass es gleichbleibend erkannt werden kann, dass diese Farbe blau ist von der Bluse. Also ganz eine wesentliche Sache und damit hängt dann wiederum zusammen verschiedene Abläufe in unserem Gehirn. Wenn wir uns hier diese optische Täuschung anschauen, dann wird man, wenn man sich da etwas länger darauf einlässt, sehen können, dass diese beiden Punkte, sind beide genau dieselbe Farbe, orange nämlich, wirkt aber etwas unterschiedlich hier vom Farbton her, weil ich hier einen Schatten mit wahrnehme. Und unser Gehirn macht dann und sorgt dann dafür letztlich, dass manche Bereiche hierin zum Beispiel heller wahrgenommen als dann hier draußen zum Beispiel. Das macht dann einen dementsprechenden Unterschied. In einer anderen Abbildung sehen wir zum Beispiel, dass die gleichbleibende Farbe hier dieses Streifens, und hier handelt es sich um einen gleichbleibenden Grauton, von uns unterschiedlich wahrgenommen wird, je nach dem Kontext, je nach der Umgebung. Das heißt, wenn der Hintergrund hier hell ist, erscheint dann auch dieser Grauton hier dunkler. Und wenn hier der Hintergrund dunkler ist, erscheint dann dieser Streifen hier als heller. Dann kommen wir zum anderen Punkt, der sogenannten Formkonstanz. Da kann man ans Kino denken, ich habe eine Abbildung von einem Kino. Und da schafft es eben dann unser Gehirn, dass wir, wenn wir hier Dinge auf der Leinwand sehen,
dass dieser unabhängig von unserem Sitzblatt, ob wir jetzt weiter hinten sitzen, vorne oder in der Mitte oder links und rechts, wir trotzdem erkennen können, dass es hier eine Figur gibt, die zum Beispiel in einem Auto fährt. Das heißt, wir kennen trotz unterschiedlicher Position im Raum, dass es sich um ein Auto handelt, zum Beispiel, dass hier dann oder dass jemand auf einem Stuhl sitzt. Das ist die sogenannte Formkonstanz. Die nächste Abbildung verweist uns dann hier auf die sogenannte Größenkonstanz. Die Größe eines Objektes scheint unabhängig von der Entfernung zu sein, aber nur beinahe. Das hängt nämlich dann wiederum davon ab, wenn wir das im entsprechenden Kontext sehen. Und wenn wir hier diese Abbildung betrachten, dann sind diese Damen hier, diese geistlichen Schwestern, haben sie alle vom Bild her gesehen genau dieselbe Größe. Sie scheinen aber hier vorne vielleicht etwas kleiner, als wir sie dann hinten zum Beispiel hier dann in diesem Bild hineinmontiert sehen. Das heißt, je nach Kontext, je nach Stellung hier im Raum, bekommen sie eine unterschiedliche Größe. Und ein bekanntes Beispiel von diesen optischen Täuschungen ist der sogenannte Ames'sche Raum, benannt nach dem Erfinder Adalbert Ames. Und der hat es geschafft, einen Raum zu konstruieren, bei dem je nach Position im Raum dann die Personen eine unterschiedliche Größe haben. Das heißt, hier rechts ist eine Person ein sehr großer, recht groß, verglichen mit dem Mann, mit dem Herrn hier links unten. Wenn die Person jetzt hier herüber geht, würde diese Person immer kleiner werden. Und das schaut natürlich sehr faszinierend aus, funktioniert aber ähnlich, wie wir es dann vorhin gehabt haben, nur von einer bestimmten Perspektive aus. Um das zu erklären, der Ames'sche Raum ist so konstruiert, dass es hier eben ein Guckloch gibt, in dem man dann hineinblickt. Und man geht ja davon aus, dass dieser Raum hier nicht nach hinten geht, wie es dann tatsächlich der Fall ist. Wenn ich hier zurückschalte, scheint das hier, wenn man das mal schnell mal betrachtet, hier eine gleich verlaufende Rückseite dieses Raums zu sein, also diese Wand hier. Und tatsächlich ist aber so konstruiert, dass hier herunten dieser Mann in unserem Fall dann hier weiter hinten steht und dass das hier auch eine erhobene Position ist. Das heißt, man geht dann wirklich hinunter und dementsprechend ist auch der Abstand vom Boden dann hinauf zur Decke dann ein anderer, als es hier herüben dann zum Beispiel ist. Und solche gezielten Täuschungen wie im Ames'schen Raum führen eben dann dazu, dass man dann getäuscht wird hinsichtlich der Größe dann dieses Raumes. Soweit, so gut. Ich hoffe, dir etwas vermittelt haben zu können zu Gehirn und Wahrnehmung. Bis zum nächsten Video.